So Leute, wir sind jetzt hier mit Mehdi. Was genau? Wie ist bei dir? Ja, wir sind jetzt hier am Filmen. Ihr habt mir oft die Frage gestellt, oder stell du mir doch einfach mal die Frage, die du mir letzte Woche gestellt hast, wegen Wachstum und Training und so weiter und so fort. Ja, ich bin jetzt eigentlich neu im Training und ich will endlich mal richtig aufbauen. Ich will endlich mal mit Freunden das Wasser reichen können. Sagen wir es mal so. Und deswegen bin ich zu dir gegangen, da wollte ich fragen, wie soll ich das machen? Also und erstmal das Wichtige war, wie trainierst du als Jugendlicher so, dass du erstmal krass aufbaust, so schnell wie möglich? Das ist, glaube ich, dir wichtig. Ja. Was aber viele vergessen, ist Gesundheit. Das heißt, dass deine Gelenke nicht kaputt gehen, ja. Dass du, ich glaube, du wirst ja noch ein bisschen in die Höhe wachsen, ja. Oder? Natürlich. Also ein bisschen größer will er auch noch werden und das ist ja das auch, das hast du mich dann auch noch gefragt. Der Medi hat mich gefragt, ja Tim, was kann ich denn für Übungen machen so oder ist meine Ausführung hier, werde ich kleiner oder bleibe ich so groß, ich will noch wachsen und so. Und das ist die größte Angst, die Jugendliche haben. Ich werde euch jetzt mal hier, ich zeige dir mal kurz den Plan, den wir jetzt hier haben. Wir haben jetzt hier, das ist aus meinem Programm der Plan, sieht so aus, wirbelsäulenentlastendes Training, das ist quasi speziell für Jugendliche konzipiert. Habe ich mir Gedanken gemacht, beziehungsweise auch so, wie ich damals trainiert habe, wirklich. Das heißt, ich zeige euch jetzt mal ein paar Sachen so mit dem Medi. Ich zeige dir ein paar Übungen, die könnt ihr dann auch nachmachen. Und ich zeige jetzt mal die kritischsten Übungen sozusagen beschrieben in anderen Übungen, damit ihr nicht Probleme habt mit eurer Wirbelsäule, nicht Probleme bekommt mit eurer Hüfte, keine Schmerzen, richtige Bewegungsausführung lernt und dann auch keine Sorgen euch machen müsst, dass ihr nicht mehr in die Höhe wächst. Ja? Ich werde noch ein paar andere Dinge zu dem Thema erklären, aber jetzt fangen wir direkt an. Wir haben hier das T-Bar-Rudern. Wir haben das Kreuzheben normalerweise, das wisst ihr. Beim Kreuzheben, dem stehe ich sehr skeptisch gegenüber. Ich weiß nicht, ob du Kreuzheben machst. Ich habe es mal versucht. Aber es ist schon recht komplex. Ja, es ist echt schwierig. Es ist eine schwierige Übung und ich sage auch, ich persönlich mache ja selbst auch gerade noch kein Kreuzheben. Ihr wisst ja, ich habe ja mit meiner Hüfte ein bisschen Probleme gehabt. Ich habe mir den Nerv eingeklemmt gehabt und kann deswegen das nicht machen. Deswegen fangen wir hier mal an. Ich zeige euch kurz gleich die Übung, die wir machen statt Kreuzheben. Wieso machen wir die? Wir wollen genau dieselben Muskelgruppen hitten, die wir auch beim Kreuzheben hitten bzw. reizen. Wir wollen aber nicht die Gefahren, die Kreuzheben bringt, haben. Das heißt, kein Risiko, maximale Ergebnisse. Klingt doch super, ja? Wir wärmen uns jetzt erstmal ganz kurz auf. Also ich. Ich werde jetzt gleich den Medi bitten, diese Übung zu machen. Ich erkläre sie ganz kurz. Vor allem gleich, wenn du sie machst. Verpiss dich ins Skopenico. Ihr seht jetzt hier schon, wie er sich hinstellt. Hier Vorsicht, da, weißt du ja. Wir wollen dich ja nicht umbringen. Sehr schön. Super, okay. Was jetzt wichtig ist, hier könnt ihr spielen mit diesem Winkel. Das Wichtige ist eigentlich nur, dass ihr die Flexibilität auch habt, um hier so ein leichtes Hohlkreuz zustande kommen zu lassen. Das Wichtige ist einfach nur, dass ihr keinen Rundrücken habt und das Gewicht irgendwie versucht so aufzuheben. Ja, das wäre sehr, sehr problematisch. Das heißt, ihr winkelt so hart an, wie es geht und dann, zack, ich zeige euch die Übung gleich nochmal mit ein bisschen Gewicht. Jetzt machst du es mal breit. Und dann kannst du ja gleich auch nochmal selbst die Unterschiede, die du spürst, mitteilen. Rücken, pass auf deinen Rücken auf. Jetzt noch ein bisschen tiefer mit hier, noch ein bisschen mehr Hohlkreuz. Wenn es geht, ja genau. Ist schwer, ich weiß. Aber wir nehmen ihn ein bisschen hart an, ja. Das reicht. Okay. Wir machen jetzt mal kurz, warte, ich mache schnell das Gewicht drauf. Ich habe schon mal kurz, wie schwer das ist. Das Wichtige ist jetzt, erstmal, wenn er hier steht, dass er mit den Beinen so weit vorne steht. Ich zeige es euch mal.
dass er hier sich quasi so im Gewicht so nach hinten nehmen kann, aber er immer noch den Raum hat, mit seinem Oberkörper ihn so zu kippen und zu neigen, wie er will, und das Hohlkreuz aufrecht erhält. Das merkst du ja selbst, wenn du anfängst abzufälschen, gehst du ja ein bisschen hoch und zurück, ja, und dann machst du so. Du spürst es zwar immer noch, aber es wird leichter und der Reiz wird nicht mehr so intensiv sein. Je weiter ihr euch nach vorne beugt, das heißt quasi, wenn ihr so seid, dann wird es am schwersten. So wird es leichter. Das heißt, so ist nicht so schwer, so aber schon. Das heißt, das hier ist schwerer als so. Aber auch hier habt ihr unterschiedliche Muskelpartien, die beansprucht werden. Hier ist im Prinzip nur wichtig, mit diesem Griff herauszufinden, welche Partie ihr treffen wollt. Hier, ich zeige es dir mal kurz anhand von dir. Du hast ja gespürt, als du es breit gemacht hast, ging es ja eher in diesen Bereich, den Bereich der hinteren Schultern, des Latissimus. Und als er es eng gemacht hat, eher hier in diesem Rhomboiden und unteren Rückenbereich, beziehungsweise hier der mittlere Rücken. Der untere Rücken, den spürst du in dieser Übung eigentlich nur durch das Aufrechterhalten des Hohlkreuzes. Das heißt, wir sind in der Übung gar nicht, die hat gar nicht den Zweck, das, den unteren Rücken zu bearbeiten, so wie beim Kreuzheben. Deswegen aber auch ist die Übung leichter. Das heißt, wir stückeln hier Kreuzheben in drei Übungen am Ende des Tages. Die nächste Übung, die wir machen, ist dann für den unteren Rücken und somit haben wir dann komplett Kreuzheben nachgemacht mit drei anderen Übungen, die euch das Risiko nehmen. Wir sehen uns gleich. So Leute, wir sind jetzt hier bei, das nennt sich Hyperextension Superman Good Morning. Gibt ganz viele Namen dafür. Ganz einfach, ich bin persönlich der Meinung, Kreuzheben kann man machen bis 200 Kilo, man kann den Teufel herausfordern und weiter gehen. Aber das Problem ist einfach, dass das merkt jeder irgendwann durch unterschiedliches Schuhwerk. Das eine Schuhwerk ist vielleicht abgelaufen als das andere. Ihr habt ein Bein ist ein bisschen krumm und dadurch nicht mehr so lang, oder ihr habt eine Schiefstellung in der Hüfte, eine minimale, oder ein Arm ist ein bisschen länger als der andere, oder ihr habt hier und da muskuläre Disbalancen und dadurch habt ihr auch einen krummen Gang oder ihr steht schief. Und das alles manifestiert sich in so Grundübungen wie Kreuzheben nachhaltig schlecht für eure Gesundheit. Wenn ihr jung seid und euch in jungen Jahren diese Schiefstellungen dann auch angewöhnt. Das bedeutet, wir wollen auch hier das Risiko minimieren, aber dennoch hier trotzdem hier die komplette, man nennt das sozusagen Posterior Chain, also sozusagen hier die, das Ende eurer Beine, die Rückseite, sozusagen das nennt man die dorsale Seite, trainieren. Wir wollen hier den Beinbeuger trainieren, wir wollen den unteren Rücken trainieren und ihr müsst euch immer vor Augen halten, ist es irgendwie, hat das für den Alltag irgendeinen Sinn und Zweck, 200 Kilo Kreuzheben zu können? Das sieht cool aus, das ist echt. Das ist auch cool und alles, das ist eine große sportliche Leistung, aber bin ich in der Zeit angelangt, wo ich irgendwie Autos hochheben muss, oder brauche ich nur die Kraft im unteren Rücken, damit ich mein Training durchziehen kann, damit ich im Alltag keine Probleme bekomme und eben nicht krank werde. Das heißt, man kann es da halt auch übertreiben. Deswegen hier mein Tipp für euch, Good Mornings zu machen hier. Ihr lehnt erstmal hier alles komplett hinten durch und dann geht ihr langsam nach oben, zack. Leute, die Probleme haben irgendwie mit dem Kreislauf oder ganz neu im Training sind, die gehen einfach nicht mit ihrem Kopf unter das Niveau des Körpers, weil dann schießt das Blut nicht in den Kopf und dann wird euch nicht schwindelig. Das heißt, ihr hört ungefähr hier auf und dann geht ihr hoch, zack. Das ist für die Leute, die es ganz einfach machen. Und wenn ihr ein bisschen fortgeschrittener seid, dann macht ihr das so. Ihr könnt dann auch mit den Armen ein bisschen spielen, ein bisschen euch dehnen, komplett da runtergehen, wenn ihr Lust habt. Also das geht auch, zack. Ich kann jetzt leider nicht wegen dem hier weiter runter. Und das Wichtige ist einfach nur hier die Po-Backen anzukneifen, wenn man hochgeht, zack, hier, Spannung. Und so trainiert ihr euren Po und eigentlich komplett, hier habt ihr überall die Dehnung und hier wird das kontrahiert dann, der Po, der Gluteus, der Beinbeuger und der untere Rücken dann im Endeffekt. Du kannst mal schnell die Übung machen, dann zeige ich, wie du das, ob du das richtig machst oder nicht richtig machst. Also ganz einfach runter und dann... Ganz einfach runter. Genau. Da? Oder komplett so weit runter, wie du kannst. Ja. Jetzt spürst du ja, hier ist das alles völlig, ja, völlig am Eskalieren, das dehnt und jetzt gehst du hoch. Und jetzt tu mal richtig wirklich deine Po-Backen alles hinten ankneifen, wirklich anspannen, ja, wenn du hochgehst. Jetzt machst du das mal so 20 Mal. Und jetzt seht ihr, dass ihr könnt das auch machen mit Gewichtsplatten und so, aber ich sag euch, das hier wird erstmal reichen. Ich persönlich bin der Meinung, es gibt einfach Muskeln wie der Unterrücken, der ist auch für die Ästhetik gar nicht so wichtig. Er ist wichtig, aber
Ich glaube jetzt nicht, dass man, wenn ihr irgendwie, wie soll ich sagen, wenn ihr jetzt irgendwie in den Bar euch setzt, dann wird keine Frau sagen, ach, hat der einen definierten unteren Rücken, den muss ich mal kennenlernen. Das heißt, der Midi macht das jetzt eigentlich ganz gut. Das Gute ist, diese Übungen, die ich euch gezeigt habe, sind eigentlich sehr, sehr einfach, sehr risikoarm, aber sehr, sehr effektiv. Kannst du jetzt mal gleich sagen, spürst schon ein bisschen was? Ja. Spürst du, wie der steifer wird und wie du direkt ja, auf jeden Fall. Nach vorne geschoben wirst? Ja. Und somit haben wir jetzt mit diesen drei Übungen, breit, eng und mit den Good Mornings, haben wir im Prinzip schon ganz, ganz viele Rückenübungen problemlos durchgeführt. Was ich jetzt für euch, ich habe jetzt für euch eigentlich, wenn ihr das cool fandet, dann kann ich auch mal mit den Medien irgendwelche anderen, die könnt ihr auch mal reinschreiben, so was ihr für Übungen haben wollt, wo ihr Angst habt, aber im Grunde genommen lässt es sich so sagen, Freunde, wenn ihr jung seid und Angst habt, trainieren zu gehen, in dem Ausmaß, dass ihr echt krass aussehen wollt und so schnell wie möglich Resultate wollt, dann ist es einfach wichtig, dass ihr das auf einem gesunden Fundament macht. Ihr wollt weiter wachsen, glaubt mir, ihr wollt keine Probleme mit euren Gelenken bekommen. Das Wichtige ist einfach nicht, mit den Gewichten zu drastisch nach oben zu gehen. Immer sehr wichtig, mit den Wiederholungszahlen in einem Bereich zu bleiben, dass das Gewicht moderat bleibt und nie zu hoch. Das heißt, macht lieber mehr Wiederholungen, macht lieber 8, 12 Wiederholungen als irgendwie 3, 4 mit 100 Kilo oder sowas. Ihr seid jung und in dieser Wachstumsphase ist das halt auch oft unabsehbar. Ja? Und wenn ihr einfach mal, jeder hat ein bisschen andere, eine andere Konstitution, was Knochen anbelangt, andere Veranlagung, und deswegen ist das ganz, ganz wichtig für euch Jungs. Macht die Übungen sauber. Wenn ihr sie sauber macht und weniger Gewicht und ein bisschen mehr Wiederholungen, dann wird das für euch schon ausreichen, um erstmal auf eine Ebene zu kommen, dass eure Muskeln und das komplette Skelettmuskelsystem, das komplette System, was verantwortlich ist, dass ihr später Fortschritte macht, was euch einfach, wie soll ich sagen, was euch eine gesunde Grundlage bietet, dann später richtig gut Muskeln aufbauen zu können, die müsst ihr schaffen, wenn ihr jung seid. Und auch später müsst ihr die genauso schaffen, wenn ihr auch spät mit dem Training anfangt. Deswegen lege ich es jedem ans Herz, das habe ich bei mir auch so immer, ich habe das im Programm ganz, ganz viele verschiedene Typen untergliedert. Man kann anfangen hiermit, Leute haben hiermit Probleme, fangen mit dem Training an, und das ist jetzt eins der Trainings, was sich speziell an Jugendliche richtet. Also wirklich, behaltet das im Hinterkopf und passt auf euch, weil ich will wirklich nicht, dass ihr so trainiert wie diese 40-jährigen Bodybuilder, 30-jährigen Bodybuilder, die irgendwie 250 Kilo an der Kreuzhebelstange haben und dann am Ende, wer weiß, was passiert und die sich dann ganz verletzen. Hast du noch irgendwas zu sagen, Alter? Ja, ich danke mich an dich. Ich werde nicht weitergeholfen, ich habe Bock auf Kreuzheben, ehrlich gesagt. Hast du Schmerzen oder so danach gehabt? Ja, immer. Wo? In einer Bandscheibe. Oh, und hast dann den Bein ausgestrahlt. Genau. Das ist das größte Problem. Da könnt ihr echt schnell Nerven einklemmen, Nerven entzünden sich, weil das merkst du beim Kreuzheben ja selbst, diese Koordination ist echt mega schwer. Und die letzten Wiederholungen, die machst du, die fälschst du immer ab. Und bei diesen Dingen, ich kann euch noch andere Sachen zeigen. Ich habe sogar für diese Sachen Alternativen, wenn das hier bei jemandem nicht passt. Aber das sprengt den Rahmen. Wir haben das Video jetzt schon lang genug gedreht. Wenn ihr noch was haben wollt, sagt Bescheid. Und jetzt diese Woche ist auch das Programm günstiger. Wen das interessiert, der kann jetzt direkt einsteigen. Und für dich, den Medi, um einfach mal zu sehen, was für Fortschritte der macht, dir schalte ich das dann auch noch frei, ich schenke dir das. Super, danke. Dann kriegst du das, dann kannst du mal da selber gucken und danach trainieren, damit ich zumindest hier weiß, dass der Medi gesund und nachhaltig trainiert. Denn in 10 Jahren will man auch noch gut aussehen und kein und nicht mit dem Gehstock rumlaufen muss. Also Digga, hat mich gefreut, also danke, dass du Zeit genommen hast. Kein Problem, ich danke dir. Wir sehen uns, Freunde, also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.